Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem kurzen, knackigen Video möchte ich euch auf jeden Fall etwas zeigen, denn Epic Games hat etwas verändert, was wir so nicht mitbekommen haben. Ich würde aber sagen, bevor wir damit anfangen, Leute, macht doch gerne bei meinem Gewinnspiel mit. Ihr müsst nur Abonnent des Kanals sein, solltet die Glocke aktiviert haben und ihr müsst Hashtag Fraps450k kommentieren. Nähere Informationen zum Gewinnspiel unten in der Videobeschreibung. Aber Leute, ich kann euch schon mal sowas sagen. Ihr habt die Möglichkeit auf 100x10 Euro Guthabenkarten für V-Bucks und natürlich noch auf vieles, vieles mehr. Schaut gerne mal vorbei. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit dem Video. Let's go! So, Freunde, ich werde euch jetzt etwas zeigen, was Epic Games verändert hat. Ich weiß nicht, ob es alle von euch interessiert, aber ich wollte es euch einfach in einem kurzen, knackigen Video einfach mal ganz kurz vorstellen. Ich zeige euch jetzt mal ganz kurz den Spray, um den es sich hier nämlich handelt. Das ist ein Spray, der jetzt dem Letzt erst verändert worden ist und genau darüber soll es auch hier in dem Video gehen. Die ein oder anderen haben vielleicht schon aus den ein oder anderen Leaker-Quellen mitbekommen, dass das Ganze verändert worden ist, doch ich wollte es euch einfach nochmal ganz kurz in-game zeigen und euch auch natürlich präsentieren, woher das Ganze stammt und wie es natürlich damals aussah. Dazu müssen wir diesen Spray erstmal finden und da haben wir den netten Ehrenmann schon. Hier im Hintergrund, Leute, haben wir den Boogie Spray, den können wir hier sehen. Der Boogie Spray ist damals in der Season 5 erschienen, doch er sah nicht so aus, genauso wie jetzt hier im Hintergrund. Ich zeige euch mal ganz kurz, wie der Boogie Spray ursprünglich aussah. So, Leute, so sah der Boogie Spray damals aus. Es war einfach eine Schriftart, die einfach Boogie gezeichnet hat. Also war einfach ein Graffiti. Und jetzt wurde mit dem letzten Update ein neues Symbol hinzugefügt. Und zwar wurde das alte Boogie durch das neue Boogie ersetzt. Jetzt haben wir eine Boogie-Bombe, die so coole Haare hat und eine Brille. Und natürlich noch ein Lächeln dazu. Natürlich, Leute, passt dieses Spray jetzt viel besser zu dem Thema, aber trotzdem wurde das Ganze einfach umgeändert. Warum Epic Games jetzt das Ganze umgeändert hat, ist natürlich nicht klar. Viele gehen davon aus, dass Epic Games von dem Designer, der das Ganze gemacht hat, verklagt worden ist. Natürlich wissen wir die Hintergründe dazu nicht, aber es könnte durchaus möglich sein, dass Epic Games eine Strafe dafür bezahlen musste, weil sie eventuell die Rechte nicht daran hatten. Dann sind sie halt einfach hingegangen und haben das Ganze natürlich ersetzt. Das habt ihr auch schon hier im Hintergrund gesehen, und zwar durch diese Boogie-Bombe im Hintergrund. Persönlich finde ich die Veränderung recht unspektakulär, beziehungsweise es ist etwas, was man gar nicht mitbekommen hat und deswegen wollte ich einfach ein kurzes, knackiges Video darüber machen, nur damit ihr nochmal einfach Bescheid wisst, was da draußen denn passiert ist. Ich hoffe, ihr seid jetzt auf dem aktuellen Stand, Leute, und ich hoffe auch, dass das Video euch gefallen hat. Ihr könnt mir natürlich wie immer gerne natürlich einen Daumen da lassen und ich würde mich dann hier verabschieden und wünsche euch allen natürlich einen angenehmen Tag und würde sagen, Leute, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fraps. Ciao.